So, da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Jägerstiefel haben wir gefunden. Fläschchen Brot. Hier können wir noch eine Kerze ausmachen. Uninteressant. Oh, da, aha. Hier ist tatsächlich ein Brief. Schauen wir doch mal. Ein durchnässter Brief ist es. An seine Exzellenz Welerat, Oberbürgermeister von Vizima. Exzellenz, wir können nicht länger warten. Die Späher berichten, dass die Schwarzen ihre Belagerungsmaschinen bereit machen. Wenn du dein Leben retten willst, komm morgen bei Tagesanbruch zum Eingang zur Kanalisation im Tempelviertel von Vizima. Auf dem Boot ist nicht viel Platz. Nimm also nur dir das am nächsten stehende Familienmitglied und Wertsachen mit. Ich werde ein paar Männer als Wachen abbestellen, aber nicht zu viele, weil ich keine unnötige Aufmerksamkeit erregen möchte. Wir werden durch Schwarzboden, Steinkrieg, Weißgarten und Scharske segeln. Von dort aus reiten wir weiter. Janek, Delen, PS. Erzähle niemandem von deiner Flucht. Wir wollen eine Panik vermeiden. Ich wollte gerade sagen, müsste jetzt nicht heißen, wir wollen keine Panik, aber wir wollen eine Panik vermeiden. Glück habt. Ja, und das hier scheint also der Oberbürgermeister von Vizima. Wahrscheinlich hier. Ne? Deswegen auch das Bett. Ich frage mich, wie die das alles mit dem kleinen Boot weggeschmuggelt haben, wenn da nur Platz für ein Familienmitglied vom Bürgermeister drauf ist. Aber hey, das wird schon irgendwie geklappt haben. Die hatten vielleicht so eine Truhe, die innen viel größer ist als außen. Man weiß es nicht. Ein temerischen Dolch, aha. Eine Wasserflasche, Fistech. Das meiste hier rostiges Zeug irgendwie. Nicht mehr ganz so gut. Aber hier kann man doch noch eine ganze Menge mitnehmen. Zum Glück haben wir vorher ein bisschen Zeug verkauft. Sonst wären wir jetzt wahrscheinlich schon überlastet. Oder wie sieht das aus hier? 29 von 90. Naja, also es geht noch. Alles noch im Rahmen. So, was gibt es hier noch? Stahlblech. Sehr schön. Ein altes Ziegenfell. Alkohest, immer wieder gern gesehen. Silber. Salpeter. Alkohest, klar. Quecksilberlösung. Altes Ziegenfell. Was gibt es hier hinten noch? Silber. Becher. Entemerischer Dolch. Quecksilberlösung. Und Zwirn. Klar, falls ich mal was nähen möchte. Apropos nähen. Hier hängt Böttcher auf der Leine. Die Hosen haben schön nachts leuchtende Bänder, damit man nicht überfahren wird, wenn man hier nachts durch den Wald joggt. Ohren haben wir gefunden, okay. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen Honig. Würde ich natürlich gerne mitnehmen. Deswegen müssen die Bienen leider sterben. Tut mir leid, liebe Bienen. So, aber das scheint dann hier auch schon alles gewesen zu sein. Ja, was heißt alles? So wenig Wasser. Boah, beziehungsweise was heißt schon alles? So wenig Wasser dann nicht. Ich wollte da trotzdem nochmal um dieses Lager einmal außen rum schleichen. Oder zumindest so halb außen rum. Um zu schauen, was es hier alles gibt. Oder ob es hier überhaupt noch etwas gibt, ob ich hier etwas übersehen habe. Ah, hier scheint noch so ein Baum. Nee, das sah nur gerade in der Hexersicht so aus, als wenn dieses Lichtding hier sich auf einem Baumstamm fangen würde. Dachte ich, können wir noch ein paar Ohren abgreifen. Gut, weiter. Punkt Nummer 3. Also wir kommen doch recht schnell voran. Ist dort drüben. Und die Quest, wenn ich mich richtig erinnere, müsste irgendwo hier unten an diesem Stück Straße sein. Die Quest, wo wir Bastian suchen sollen. Und vielleicht gucken wir aber vorher nochmal hier vorbei. Sieht ja auch nicht ganz unspannend aus. Ein Bauwerk. Das sich hier direkt in der Nähe befindet, quasi so. Und nachts im Wald irgendwo Abhänge runterfallen. Das kennen wir ja schon. Das würde ich gerne vermeiden.
So, und hier ohne Plötze aber, da ist doch, oh, eine Befestigungsanlage. Und hier geht es ziemlich steil runter. Ich glaube, da rechts können wir so ein bisschen runterrutschen. Hier. Ah, oder wir gehen einfach da runter. Das ist nämlich noch ein bisschen flacher. Aber hier scheint es keine Gegner zu geben. Erstaunlicherweise. Da sind ein paar Fässer. Die brennen vielleicht. Das würde ja eigentlich darauf hindeuten, dass es hier doch Gegner gibt. Hier ein zusammengefallenes Nilfgaarder Zelt. Sieht das verbrannt aus? Na, das kann man jetzt nachts gar nicht so gut sagen. So, genau. Diese Fässer hier kann man anzünden. Die Kicherbrücke. Hier ist noch ein Nilfgaarder Zelt. Okay, also hier haben die Nilfgaarder scheinbar eine Stellung gehalten oder es versucht. Das, ja, Tor ist verschlossen. Und auf der anderen Seite ist die Brücke, die Kicherbrücke. Oh, mit einem Wasserfall. Voll hübsch. Nicht runterfallen, Geralt. Ich will das nur kurz zeigen. Ja, da unten ist ein Wasserfall, okay. Und hier geht's echt einigermaßen tief runter. Aber sieht es so aus, als wenn es da unten noch was geben könnte? Eigentlich schon, ne? Vielleicht können wir da von der anderen Seite nochmal ran, so ein bisschen. Wo wollen wir denn überhaupt als nächstes hin? Also, wir wollen ja hier natürlich schon auch die letzten Ecken noch erkunden. Wir wollen eigentlich nach hier drüben. Aber vielleicht machen wir hier einfach mal so einen ganz kurzen Ausflug, Leute. Da runter in dieses Flusstal. Ich hoffe, das stresst euch jetzt nicht zu sehr, wenn ich da hinuntergehe. Haben wir da nicht schon mal eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann sein, dass wir da unten schon mal waren. Oh, hier geht es aber auch überall steil runter. Also wir kommen da jetzt auch so einfach gar nicht hin. Ja gut, das müssen wir dann mal woanders machen. Dann reiten wir jetzt direkt mal weiter hier zur... Oh, was gibt's da oben? Da leuchtet's. Ah, das ist der Punkt, zu dem wir sowieso wollen. Das könnte ja dann irgendwie ein magischer Ort oder sowas sein. Wenn es so leuchtet. Oder ein Feuer. Ein magischer Ort. Oh, und ein Monsternest. Und hier scheint... schon das Schlachtfeld zu sein. Oh, dann sind es hier bestimmt Ghule, oder? Und wenn ihr Ghule seid, dann würde ich super gerne mal diese Bombe hier ausprobieren. Ich sehe hier überhaupt gar keine Monster. Das macht mich gerade so ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Magic. A place of power. So, in die Luft gesprengt. 20 Punkte hat das gebracht. Aber ich sehe hier tatsächlich keine Ghule. Leute, seht ihr hier irgendwo Ghule? Werde ich gleich angesprungen von hinten? Okay. Also die Ghule schlafen scheinbar. Es ist ja auch schon 2 Uhr morgens. Haben wir noch einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Ein paar Ghule wären mir jetzt aber gar nicht so unwillkommen gewesen. Oh, hier kann man noch plündern. Ein goldener Rubinring. Cool. Konnte man die anderen Monsternester auch plündern, nachdem man die in Luft gesprengt hatte? Habe ich das vielleicht immer nur übersehen? Keine Ahnung. So, und hier, ja, das sieht echt nach Schlachtfeld aus. Hier haben wir ein paar temerische Soldaten, wie es aussieht. Den können wir jetzt die Waffen abnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das so... Und Ohren. Na gut, vielleicht finden wir hier irgendwas Sinnvolles. Ich weiß nicht. Yennefer ist ja hier wahrscheinlich dann auch über dieses Schlachtfeld geritten. Und wir haben ja im Intro gesehen, dass sie mit jemandem zusammengestoßen ist.
Und dass dabei eine Tasche mit Dokumenten und sowas runtergefallen ist und Zauberutensilien. Vielleicht können wir die hier irgendwo finden. Wenn wir uns ein bisschen genauer umsehen. Ich meine, klar, jetzt ist es zwar nachts, aber nee, was soll's. Es ist ja hell einigermaßen, wie wir schon mal festgestellt haben. Oh, da hat das Spiel gerade automatisch gespeichert. Oh, hier. Genau, hier ist es. Tatsächlich. Geil, gefunden. Da schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Vielleicht können wir hier dieses Papier mitnehmen oder so. Nee. Aber hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Stelle ist, aus dem Intro, wo Jennifer mit dem Typen zusammengestoßen ist. Hier liegt zwar keine Tasche rum, wie es aussieht. Warte mal, ich habe doch hier... Da machen wir mal eben ein bisschen Licht. Ja, hier liegen ein paar Schlüssel rum, ein Buch, eine Notiz, was zu trinken und ein Messer. Die Tasche liegt zwar nicht hier rum, aber... Immerhin das, aber wir können leider nichts davon mitnehmen. Aber gut, wir haben die Stelle hier immerhin gefunden. Hier sitzt noch ein Nilfgaarder am Baum. Der scheint sich noch bis hierher geschleppt zu haben. Ja, hat der ein Schwert im Knie? Oh ja, der hat ein Schwert im Knie. Wer auch immer das da reingesteckt hat. Ja, schade. Ich dachte, wir könnten da vielleicht noch ähnlich wie mit diesem Kristallschädel hier noch was finden. Ah, das ist aber nicht der Fall. Schade, jetzt bin ich direkt ein bisschen enttäuscht. CD Projekt Red. Ich bin enttäuscht, falls ihr das irgendwie mitbekommt. Hier stecken Schwerter im Boden. Es ist eine Spur, die uns irgendwo hinführt. Hier drüben glitzert es so, oder? Ne, das war wahrscheinlich nur... Doch. Aha. Und hier hängt... Einer mit dem Speer im Bauch. Warum stecken denn hier so Schwerter in einer Spur im Boden, die uns dann hier zu diesem Typen führen? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen verdächtig. So, und wo geht's jetzt hier weiter? Ich meine, mit dem Hexerblick sieht man hier natürlich auch nichts. Ja, da hinten reflektiert noch so ein Schwert. Das ist ganz cool, dass sie hier nachts reflektieren. Dadurch findet man die auch so. Der Speer zeigt hier in diese Richtung. Vielleicht ist das ein Hinweis. Vielleicht endet die Spur aber auch einfach hier. Und war vielleicht auch gar keine Spur, sondern eher zufällig. Ja gut, also mehr finde ich jetzt hier auch gar nicht. Auch nicht mit meinem patentierten Hexerblick. Ach, schade. Das war aber schon ganz cool hier. Oh, hier ist ein Zaun. Okay. Mit einer Hütte dran. Steckt man die Fackel gerade weg. Hier gibt es ein paar Pilze. Und hier gibt es... But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? We fought in that battle. Huge it was, you heard. They had me killing in Temeria's name and roasting in Nilfgaard's. Ordered to slay each other. We decided to run away. Listen, I can't walk. And roasting they'll hang for desertion if he happens on any of his own. Would you find my brother? Tell him I'm alive. His name's Dune. Uh-huh. Might have a dog with him, Usar. Please. We'll die if he don't help us. See what I can do. Das ist ja okay. Das ist also diese Quest, die wir eigentlich hier noch offen haben.
nur von der anderen Seite aufgezogen. Das ist ja, ja genau, hier steht es auch, das ist Bastian. Und der scheint sich hier mit einem Nilfgaarder irgendwie in Sicherheit gebracht zu haben. Vor der Schlacht. Und die sind beide am Arsch, wie es aussieht. Kommen hier irgendwie nicht weg, ne? Und die bekämpfen sich ja auch nicht, ne, sondern haben irgendwie Freundschaft geschlossen. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Aber sie haben das irgendwie hinbekommen. So, und jetzt wird es auch gleich wieder hell. Und da scheint uns diese Spur hier also doch irgendwo hingeführt zu haben. Ja, mal sehen, ob ich diesen Ort jetzt hier im Hellen wiederfinde. Ja, genau, hier drüben bei dem Krüppelbaum war das, glaube ich, ne? Ja, genau, hier liegt das Zeug. So, dann ist hier der erste. Hier ist ein Schwert. Und dann war hier drüben doch irgendwo der Typ. Na gut, okay. Also hier stecken noch mehr Schwerter. Genau, hier ist noch ein Schwert. Da ist der Typ. Hier steckt auch noch ein Schwert. Also die Schwerter scheinen hier einfach nur zufällig zu stecken. Dann wahrscheinlich, das ist kein plünderbarer Baumstumpf. So als Schlachtfelddekoration irgendwie. Aber ich dachte gerade, hier wäre ein Pferd. Aber dabei ist es nur, keine Ahnung, was du bist. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Ob wir was Interessantes finden. Und dann werden wir auf jeden Fall Bescheid sagen, dass wir seinen Bruder gerade gefunden haben. Der dürfte ja dann schon einigermaßen aus dem Häuschen sein. Und wir sind dabei noch nicht mal auf Gule oder irgendwas getroffen. Was er ja meinte, weswegen er das Schlachtfeld hier nicht abgesucht hätte. Weil es hier Gule gäbe. Mann, ja, hier wirklich der ganze Boden zertrampelt, dann richtig sumpfig dadurch irgendwie. Ich vermute mal, das war hier vorher eine Wiese, die dann hier einfach abgebrannt ist. Alles wurde niedergetrampelt. Und mit alles meine ich nicht nur unbedingt die Pflanzen, sondern wahrscheinlich auch die Leute, die hier liegen. Und hier sehen wir noch einen Reiter mit seinem Pferd. Ja, und ich sammle hier einfach Kram ein, plündere die Leichen quasi vom Schlachtfeld. Das ist natürlich auch nicht, ja, weiß ich nicht, gern gesehen, sage ich mal. Andererseits habe ich natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich hier nicht alles durchsuche, und man kann in dem Spiel einfach gar nicht alles durchsuchen, glaube ich, dann irgendwas zu verpassen, ne? Irgendwie einen interessanten Hintergrundtext oder eine Quest, die hier irgendwie gestartet wird von irgendwas, was hier ein Soldat bei sich trägt, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ein Ring, eine Kette, die man dann zu seiner Geliebten zurückbringen muss. Oder irgendwas. Also das hat einfach alles... Oh, haben wir da gerade das Pferd abgezogen? Das hat einfach alles Potenzial hier. Und ja, keine Ahnung. Ich bin da auch so... Ich möchte nichts verpassen. Ne? Ich versuche Spiele auch immer irgendwie auf 100% zu bekommen. Und ich war schon ganz traurig, als ich erfahren habe, beim Witcher wird es nicht gehen mit einmal durchspielen. Weil sich die Story einfach so verzweigt. Haben wir euch schon durchsucht? Boah, hier gibt's wirklich... Also, ich denke, wir werden gleich überlastet sein. Andererseits dachte ich das natürlich vorhin auch schon. Hab mich da geirrt, grandios. So, und das tut mir auch ein bisschen leid, dass ihr das jetzt hier so mit... Ich meine, ich könnte jetzt natürlich rausschneiden oder einfach die Aufnahme pausieren und dann wieder reinmachen, wenn ich hier irgendwas Interessantes finde. Andererseits entdeckt ihr hier vielleicht was, das ich übersehe, wenn ihr euch das jetzt die ganze Zeit hier antun müsst. Dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Das wäre doch auch was. Und ich meine, mir geht es ja auch immer so... Wenn ich irgendwie ein Let's Play angucke, ne, dann denke ich mir auch immer, oh, was macht der Trottel am Bildschirm denn da? Der rennt an allem vorbei. Aber es ist tatsächlich so. Und ich habe das auch immer nicht geglaubt. Wenn man spielt, dann hat man einen ganz anderen Fokus. Ne? Dann konzentriert man sich hier schon auf die nächste Aktion. Da ist man einfach nicht so frei, dass man den Blick da so schweifen lässt, wie wenn man nur zuschaut. Asche, ein frostiges Schwert, da Beilköpfe, lauter so ein Zeug finden wir hier.
Aber noch nichts, das irgendwie eine Quest triggert. Oh, okay. Hier scheint dann die Verteidigungslinie der Temeria langsam angefangen zu haben. Ja, ich renne hier nochmal aber weg davon. Und dann zeige ich euch gleich, warum ich das gesagt habe. So, und ich renne hier gerade echt ein bisschen planlos. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben, über dieses Schlachtfeld. So, ah, jetzt sind wir hier wieder. Ich habe das gesagt, ne, weil sich da diese Barrikaden befinden. Die wurden wahrscheinlich eingesetzt, um einen Kavalleriesturm zu verhindern. Ja, ne? Also hier standen dann wahrscheinlich die Bogenschützen drauf. Beziehungsweise haben hinter diesen Plattformen Deckung genommen. Da waren die vor den gegnerischen Bogenschützen und vor Kavallerie. Hier sieht man es auch schön aufgespießt, so sollen die Teile funktionieren. Die Pferde rennen da halt nicht durch, ne? Können nicht drüber springen. Scheuen davor und alle, die dahinter stehen, sind dann geschützt. Und wenn die Kavallerie doch anreitet, können sie die halt von dahinter relativ geschützt niederstechen. Mit langen Infanteriewaffen oder halt mit Fernkampfwaffen direkt drauf schießen. So, was gibt's hier noch? Ich will ja nichts liegen lassen, wenn ich hier schon lang turne. Aber ich denke nicht, dass das Pferd was Questrelevantes dabei hat. Rostiges Schwert. Ja. Ich weiß gar nicht, die liegen ja jetzt hier auch schon ein paar Tage, ne? Keiner hat die beerdigt. Eigentlich müsste es hier vor Ghoulen nur so wimmeln. Merkwürdig, dass wir hier dass wir keinen Ghoul getroffen haben. Kein einziges Exemplar dieser Gattung, wollte ich natürlich sagen. Deswegen auch keins. Ohren, okay. Noch ein rostiges Schwert. Also den Kram verkaufen wir hier auf jeden Fall noch im Weißgarten, denke ich. Da müssen wir es nicht mitschleppen, wenn wir nach Vizima reiten. So, und hier müsste doch irgendwo dann auch langsam Duni, Dune, wie auch immer der Typ heißt, Dune umgurken. So, gleich haben wir es geschafft, Jungs und Mädels, vermute ich. Das Schlachtfeld ist nicht mehr groß, beziehungsweise der Teil, den wir noch nicht restlos geplündert haben, ist nicht mehr so groß. Hier liegen auch chimärische Schilde rum. Überall, ja, also hier durften wohl die chimärischen Linien gewesen sein. Sind wir da gerade auf dem Blut und dem Gedärm von dem Pferd hier runtergeglitten? Ja, sind wir. Yeah. Sehr appetitlich. Aber das Spiel ja nicht umsonst erst ab 18 überlastet. Jetzt haben wir es geschafft. Wir können nicht mehr rennen und haben hier aber noch das ganze temerische Feldlager hier noch zu plündern. Im Prinzip, es ist auch gleich 6 Uhr morgens. Eine Manuskriptseite Albedo, okay, Jägerhandschuhe. Hier gibt es also in den Zelten Dinge, die nützlich sind. Gut zu wissen. Ja, da haben wir schon Husar. Ne, da drüben steht auch der Typ. Nenne ich ihn jetzt einfach nur noch. Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Oh, und hier würde ich gerne ein bisschen schneller gehen. Es geht aber nicht. Weil wir überlastet sind. Bloß weil wir überlastet sind, heißt es ja jetzt nicht, dass ich hier irgendwas wegwerfen würde, ne? Oder was weiß ich, aufhören würde zu plündern oder so. Das wäre ja Quatsch. Stahlbarren und ein Hemd, okay. Bisschen Asche. Ja, vielleicht reiten wir einfach gleich nochmal auf Plötze lang. Ich hoffe, die kann sich dann noch ein bisschen schnell bewegen, obwohl wir ja einen Großteil unseres Inventars auf das Pferd ausgelagert haben. Ja, passe ich hier durch? Ja.
Noch ein rostiges Schwert. Ich weiß gar nicht, wer uns den ganzen Scheiß nachher abkaufen soll. Ich weiß auch gar nicht, was das Ganze wert ist. Ah. Chimärische Spezialverbände, also auch hier scheinbar an der Schlacht beteiligt gewesen. Oh, vielleicht sollte ich doch irgendwas wegwerfen, oder Jungs und Mädels? Wie seht denn ihr das? Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ja, befolgt den Scheiß, den brauchst du eh nicht. Hast genug Geld. Ja, und das stimmt ja auch, aber vielleicht wollen wir uns ja noch das Stahlschwert der Wiebanschule leisten. Wo seid ihr denn? Ach, da oben steht ihr, okay. Dann schnappen wir uns noch ganz schnell hier diese 3-4 Zelte, die hier auf der anderen Wegseite stehen. Schauen wir, ob es hier noch was gibt. Sieht aber gar nicht so aus. Glück gehabt. So, hier liegt noch einer. Ah ja, da können wir auch noch was rausnehmen. So, der Typ da. Junge. Guck mal, ich habe deinen Bruder gefunden. Sei bitte stolz auf mich. Er braucht übrigens deine Hilfe. I found Bastion. He survived the battle, hid in a ruined hut in the forest near the battlefield. I can't believe it. I was sure I'd never see him again. Gods be praised. Yeah, Elf Guardians too. Or at least one of them. Farewell. Was? Das war's? Wir müssen da jetzt gleich nochmal hin und ihm. Ja, ist ja cool. Ja, ich hoffe, die beiden werden jetzt nicht irgendwie getrennt oder so. Das wäre natürlich... wo haben wir es denn? Schatzsuche, dreckiges Gold. Was, die ist doch abgeschlossen, oder? Ach hier, im Kampf gefallen, die ist es. Ja, genau, hier unten geht's weiter. Es stellte sich heraus, dass der vermisste Bruder schwer verwundet war, den Kampf aber trotz allem überlebt hatte, dank der Hilfe eines nilfgaardischen Deserteurs. Geralt fand den Bruder des verwundeten Soldaten und überbrachte die gute Nachricht. Diese Tat rettete dem Mann das Leben und brachte Geralt einige Koffer ein. Echt, haben wir Geld dafür bekommen? Achso, wie viele Punkte haben wir? 868. Also da fehlen uns leider noch ein paar. Schwätze, ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit so langsam durch die Gegend zu. Wir reiten hier noch einmal kurz übers Schlachtfeld. Ja, Plötze kann auch noch richtig schnell. Das ist super. So, schauen, ob wir hier was übersehen haben. Und dann machen wir uns... Oh ja, hier zum Beispiel, ihn haben wir übersehen. Zum Glück haben wir dieses Schwert noch eingepackt.